Heute erarbeiten wir uns ein neues Quiltmotiv. Yay! Ich habe das entwickelt für mein Tropenhaus-Quilt. Ich möchte das gerne auf die Agave setzen. Wir werden das gemeinsam erarbeiten, üben und umsetzen. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir quilten los. Ihr findet alle Angaben zu Stoffen, Füllung und Quiltgarnen verlinkt in der Infobox. Bevor wir unser Motiv auf unser vorbereitetes Sandwich arbeiten, schauen wir uns unser Motiv einmal an. Wir starten in einer Welle und enden in einem Loop. Wir fahren unseren Loop zurück, bis wir ein bisschen an diesem Loop vorbeigewandert sind. Von hier starten wir mit einer schräg laufenden Linie zur Seite. Wir kommen in eine Welle und wir wandern mit einer schräg laufenden Linie zurück. Wir wandern unsere zuerst gezogene Linie weiter nach unten, um an einem tieferen Punkt zur anderen Seite schräg zu starten, mit einer Welle nach oben zu wandern und mit einer schrägen Linie wieder zu unserem Motiv. Und das Ganze wiederholen wir. Damit unser Motiv wachsen kann, können wir aus jedem sich ergebenden V mit einem neuen Bogen starten. Und unser Motiv beginnt von vorn, vielleicht ein bisschen kleiner. Vielleicht wandert es mal aus unserem Bild heraus. Vielleicht wird unsere Linie ein bisschen runder. All das entscheiden wir ganz spontan. Damit wir unser Motiv arbeiten können, schauen wir uns unser Motiv erstmal an. Das Erste, was wir brauchen, sind grobe Bögen. Wenn ihr das als Übung umsetzen wollt, zeichnet einen groben Bogen und echot einfach eure Linie. Das nächste, das wir gerne üben möchten, ist ein Kringel. Auch das können wir als Übung umsetzen. Wir zeichnen einen Kringel, wir fahren zurück, wir zeichnen einen Kringel, wir fahren zurück, wir zeichnen einen Kringel und fahren zurück. Das allein ist schon ein schönes Motiv, mit dem wir arbeiten können. Das Letzte, das wir noch brauchen, das sind unsere lockeren Wellen. Hier haben wir noch eine Ecke, das heißt, wir arbeiten einfach lockere Wellen. So wie immer wir das mögen. Das sind die drei Übungen. Wir üben einmal unsere drei Themen auf einem Sandwich. Wir starten mit einer leichten Rechtskurve, wandern in eine leichte Linkskurve, das sind ja Bögen als Kurven, bis zu einem Stopppunkt und von da aus fahren wir einmal entlang der gerade gezeichneten Linie wieder zurück. Das Ganze wiederholen wir, bis wir darin sicher sind. Dabei sind die Abstände unserer Linien egal. Unsere Linien können ruckelig sein, sie können Abstände haben. Ganz egal, wie wir unsere Linie zeichnen, genau so möchten wir unsere Linie haben. Es wird ein Kletterpflanzenmotiv und Kletterpflanzen haben ganz eigene Richtungen und genau so soll auch unser Motiv werden. Das nächste, das wir üben, das sind unsere Spiralen, unsere Kringel. Wir fahren einmal in einen Kringel hinein, wir fahren als Echo wieder hinaus bis zu einem Stopppunkt und wir starten in einem neuen Kringel. Daraus entsteht wieder ein ganz eigenes Motiv und alle drei Themen sind auch als eigene Motive sehr schön umsetzbar. Lasst bei diesen Kringeln eurer Fantasie freien Lauf. Wenn der Kringel nicht rund, sondern oval wird, ist das ganz wunderbar. Wird der Kringel eher eckig, dann ist es ein eckiger Kringel. Alles, was wir da erzeugen, soll genauso sein. Nehmt euch nicht zu viel vor,
sondern freut euch über das, was da entsteht. Das dritte Motiv sind unsere leichten Wellen. Wir fahren einfach mit unseren Händen kreuz und quer, immer ein bisschen hin und her, sodass wir ganz leichte Wellen erzeugen. Die Wellen müssen nicht regelmäßig sein, sie müssen nicht gerade oder irgendeinem Rhythmus folgen. Und alles, was da entsteht und wenn ihr übereinander fahrt oder wenn ihr in Reihe fahrt, alles ist genau so, wie es da entsteht, in Ordnung. Denn unser Motiv soll lebendig werden. Wenn wir die Einzelteile unseres Motivs und unser zusammengesetztes Motiv einmal geübt haben, dann können wir hingehen und können das Ganze auf unseren Quilt setzen. Bei mir soll dieses Motiv über die Agave kommen. Wir starten mit nach oben geholtem Unterfaden. Als Unterfaden habe ich Dekobob von Wonderfill, ein ganz, ganz zarter, sehr kräftiger Faden. Und als Oberfaden habe ich ein Mehrfarbengarn von Wonderfill Fabulux mit einem sehr schönen Glanz. Das Garn hat einen dreieckigen Querschnitt und wirkt dadurch ein bisschen spannend bei der Verarbeitung. Es gibt noch mal so ein gewisses Extra, das möchte ich später haben. Und unser Motiv hat eine Höhe und diese Höhe möchte ich nun bei diesem kleinen obersten Teil der Agave mit einem Schwung ausfüllen. Wenn ich das habe, möchte ich meine kleine Schnecke hier oben mit ein bisschen Raum zurückwandern. Ich habe einen sehr dekorativen Faden, Fabulux 21, hat Rottöne, hat Grüntöne. Ich möchte nicht, dass diese Farben später wie ein einziger Brei aussehen, sondern ich möchte, dass sie eine Farbvielfalt darstellen. Also möchte ich jetzt auf dem Rückweg nicht exakt über meine schon gequiltete Naht gehen, sondern ich möchte eine zusätzliche gequiltete Naht schaffen. Das ist übrigens auch sehr anfängerfreundlich. An der Stelle, an der ich nun mit meinem ersten zur Seite wandernden Blatt beginnen möchte, versuche ich einmal meine schon gequiltete Linie zu treffen. Wenn ich sie nicht treffe, dann eben nicht. Ich wandere zur Seite. Hier bin ich mit meiner Linie nun von genau dem Punkt zur Seite weggewandert. Ich bin neben meiner schon gequilteten Linie entlang gefahren. Ich habe die gequiltete Linie gekreuzt und eine zusätzliche Linie geschaffen, bis ich auf mein Motiv treffe. Und von dem Punkt aus setze ich das nächste Blatt. Wir möchten bei unserem Motiv die Linien nicht übereinander setzen. Das heißt, wenn wir ein neues Blatt arbeiten, wandern wir einmal an der schon gesetzten Linie entlang. Wir wandern zur Seite weg. Wir wandern in leichten Wellen hoch. Wenn wir wieder nach unten wandern, setzen wir die Linie wieder neben unsere schon gequilteten Linien. Wir kreuzen erneut die Hauptlinie und arbeiten mit dem nächsten Blatt an der neuen Seite weiter. Ein Blatt links, ein Blatt rechts, immer im Wechsel. Und jede Linie setzt sich neben die schon gequiltete Linie. Und so entsteht nach und nach unsere Kletterpflanze. Und so schaut mein erstes Motiv nun aus. Auf der nächsten Seite möchten wir das ähnlich wiederholen. Wir möchten es nicht spiegeln. Wir möchten, dass das Ganze später lebendig wirkt. Sonst hätten wir Schablonen nehmen können. Aber wir quilten frei und möchten auch ein lebendiges Bild. Wir könnten von diesem Punkt einfach weiter wandern. Das würde man normalerweise machen. Wir möchten das Ganze aber anfängerfreundlich gestalten. Das heißt, wenn wir ein Motiv fertiggestellt haben, vernähen wir dreimal auf der Stelle und holen unseren Unterfaden hoch. Auf diese Weise haben wir immer kleine
Bereiche von unserem so großen Kult und werden nicht von der Aufgabe erschlagen. Und wir wandern tiefer. Wir nehmen das nächste Feld. Auch hier haben wir wieder zwei Felder, die wir separat, also unabhängig voneinander kulten möchten. Die erste Agave ist mit dem Rankenmotiv komplett ausgefüllt. Jetzt folgen noch drei weitere Agaven und die werden wir gemeinsam in einem Livestream erarbeiten. Dort könnt ihr dann Fragen stellen und wir können alle Fragen zu dem Thema direkt gemeinsam beantworten. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.